Hi, in diesem Video möchte ich dir wieder zeigen, dass es durchweg möglich ist, sich mit Second-Hand-Mode super gut zu kleiden. Und ich muss ganz ehrlich sein, vorher habe ich nicht so ein Bewusstsein gehabt, wo ich so ein bisschen von Werbung, von Influencern, von den Modehäusern selber so ein bisschen angefixt war oder geblendet war. Also mir hat man was gezeigt und ich dachte, das steht mir und ich muss mich nicht selber mit auseinandersetzen. Bei mir kam das alles erst, als ich Secondhand angefangen habe zu kaufen und mich halt selber fragen musste, willst du sowas tragen oder willst du es nicht tragen? Und da kam das halt erst so mit meinem Stil, den ich dann so nach und nach entwickelt habe. Und ja, da bin ich jetzt und ich möchte einfach mit den Videos euch zeigen, kauft euch nicht immer neuen Scheiß. Wir haben ein riesengroßes Problem auf der Erde und das ist der Textilienmarkt. Ich kann es nicht verstehen, dass Shein und Co. immer noch ein Thema ist. Und ich habe selbst beim Roten Kreuz mitbekommen, ein Großteil der abgegebenen Kleidung ist halt Müll. Ne? Also die Sachen taugen halt auch einfach nichts, weil ein Großteil halt einfach auch so, ich nenne es immer so schön, Plastikkleidung ist, also so Poly-sonst-was-Fasern, die halt eben auch fürs Wasser nicht wunderbar sind. Ihr werdet gleich sehen, ich habe auch nicht nur Baumwollkleidung, ne? Also das ist auch etwas, was ich zukünftig einfach reduzieren möchte, weil ich einfach das jetzt in meinem Kleiderschrank habe, was mir gefällt und nur noch durch hochwertiges Secondhand da ersetzen möchte. Und das heißt eben auch die Schildchen von den Klamotten auch wirklich mal zu lesen. Aber bevor ich jetzt irgendwie lange ins Labern komme, würde ich sagen, wir legen einfach los mit Outfit Nummer 1. Ne? Und versteht mich nicht falsch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich fall da ja auch noch links und rechts dran rum, wie ich was verbessern kann. Ich wollte mir auch mal so einen Kleidersack kaufen, wo ich so eben Klamotten aus Kunststofffasern drin waschen kann. Muss mal gucken, wo es die Dinger gibt. Ich wusste mal, wie die heißen. Ich glaube, der Aldi hat mal so ein Ding verkauft. Ich habe das bis im Nachhinein dann erst gesehen gehabt. Also so ein Ding werde ich mir auf jeden Fall noch zulegen. Und ich schaffe es auch nicht immer meinen eigenen Werten gegenüber. Wie gesagt, es ist wichtig, da irgendwo anzufangen und vielleicht mal ein Kleidungsstück in den Kleiderschrank zu lassen und das dann so nach und nach aufzubauen. Wir reden jetzt mal über Outfit Nummer 1. Und hier trage ich mein lila Shirt. Ich habe mir bei Selpi 2 solche Shirts gekauft, von unabhängig von den Marken. Die eine Marke kenne ich gar nicht. Urban Classic habe ich schon irgendwo gehört, da ist das lila T-Shirt her. Und das habe ich unbeabsichtigt gemacht. Also nicht, dass ich jetzt so einen Schnitt haben wollte. Mir hat das dann eine Zeit lang auch richtig gut gefallen. Jetzt habe ich mich körperlich so ein bisschen verändert durch den Sport. Und jetzt passt es nicht mehr so hundertprozentig. Also sie sind ein bisschen zu groß geworden, aber ist egal. Ich mag die trotzdem echt gerne. Und solche Shirts sind dann meistens die, wo ich mich nicht mehr hundertprozentig wohlfühle, dann Shirts, wo ich zum Beispiel zum Sport anziehe. Dazu trage ich meine Mavi Jeans. Die trage ich in letzter Zeit relativ gerne. Das ist echt so das Bewusstsein für manche Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank verändern sich immer mal wieder. Das ist ganz interessant. Ein Kleidungsstück, was dir heute gefällt, gefällt dir im nächsten Jahr nicht mehr ganz so, aber du trägst es halt trotzdem noch und hast halt einen anderen Bezug dazu. Finde ich ganz cool. Dazu trage ich meine Athletics. Ich musste jetzt meine schwarzen wegschmeißen, weil die Sohle halt total am Arsch war. Ich habe aber geguckt, ich hatte die jetzt 8 Jahre. Das ist schon das zweite schwarze Paar, was ich komplett durchgelaufen habe. Das dritte folgt. Ich hole mir auf jeden Fall wieder eine. Im nächsten Outfit, und das ist jetzt so eine Bluse, da ist eben keine Kunststofffaser drin. Und solche Blusen haben dann eben die Eigenschaft, dass man sie bügeln muss. Und bügeln ist keine Eigenschaft für mich, merke ich immer wieder. Bei der Bluse geht es noch so einigermaßen. Das ist die rot-schwarz karierte. Sie ist ein bisschen zu kurz für meine Oberweite. Wer das kennt, wer ein bisschen mehr Oberweite hat, weiß, dass sich manche Kleidungsstücke da halt einfach ein bisschen abheben. Ist halt nun mal so. Und dann büßt es an Länge so ein bisschen ein. Und ich habe jetzt nicht die hundertprozentig ideale Figur. Ich mag die Bluse aber trotzdem. Ziehe sie trotzdem gerade regelmäßig an, weil sie halblang ist, was
für den Herbst einfach eine wunderbare Sache ist. Dazu trage ich meine Levis, die habe ich heute auch an. Die habe ich auf einem Kilogramm-Markt gekauft und sowas würde ich nie wieder machen. Lasst euch da echt nicht übers Ohr hauen. Ne? Also ich habe für zwei Sachen 70 Euro bezahlt und beide Sachen waren irgendwo auch kaputt. Die Jeans hat einen Cut hinten drin, das musste ich abkurbeln. Das sieht man zwar nicht, wenn man sie anhat, aber für was gebe ich so viel Geld aus, um dann eine kaputte Jeans zu haben, musste ich jetzt schon zweimal reparieren, was nicht so geil ist. Naja, aus Erfahrung lernt man. Dazu habe ich meinen schwarzen Gürtel drin. Das ist auch so eine Erfahrung, den musste ich jetzt wegschmeißen. Ist zwar, der Untergrund ist zwar Leder, aber das obendrauf war Kunststoff und das ging relativ schnell ab. Merkt man halt auch nicht, wenn man das gebraucht kauft. Secondhand kann auch ein Griff ins Klo sein, also was ja die Hose und den Gürtel betrifft. Also da bin ich auch nicht immer auf der ersten sicheren Seite. Also ich habe schon manche Sachen gekauft, die ich entweder kurz danach weggeschmissen habe oder kurz danach irgendwie einen Kleidersack gepackt habe oder so. Ist halt nun mal manchmal so, kann man nicht ändern. Dazu trage ich meine Nikes, die liebe ich. Aber von denen weiß ich, die werden nicht lange halten. Ich hatte nämlich schon mal so einen Schuh von Puma. Ich glaube, es war Puma, ja, ja. Und die haben auch nicht lange gehalten. Das ist halt von der Qualität her, sind die halt einfach nicht so geil. Im Outfit Nummer 3 trage ich mein schwarzes China-Trikot-Oberteil. Das glänzt so ein bisschen, ist ein bisschen glitzy drin. Das habe ich aber jetzt schon wirklich super, super lange. Habe ich mir noch herkömmlich gekauft. Und ich habe eine Zeit lang diese Oberteile geliebt vom Schnitt her. Ich habe sie nie wieder so richtig gesehen. Also oben recht weit, dann die Ärmel recht eng. Vom Schnitt her fand ich die immer richtig, richtig gut. Ich hatte da eins, das war so schwarz, später braun, rosa gestreift. Das war, also das habe ich wirklich komplett tot getragen. Aber das ist schon lange kaputt. Schon sehr, 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 sehr lange. Ich muss mal spickern in meinem Notizbuch, was ich da dazu getragen habe. Ich habe meine Gabelkette da dazu getragen. Genau, passt ja auch zu dem schwarzen Oberteil ganz gut. Entweder trage ich meist so eine Kette, so eine einfache oder eben eine längere. Und das ist meistens die Gabelkette. Meine Cecile Jeans kam da auch wieder zum Einsatz. Das ist halt ein Schnitt von Cecile, den ich echt gerne mag. Aber Cecile macht dummerweise auch sehr viel Elastan in die Jeans rein, damit es halt jedem Körpertyp passt. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, ihr kennt es wahrscheinlich, eine Jeans wird dann sehr schnell so nicht mehr atmungsaktiv, man trägt sie nicht mehr so gerne, sie fühlt sich auch komisch an, ich kann es nicht so erklären. Also ich merke, das ist nicht so, wenn so viel Elastan in der Jeans drin ist. Mir gefällt das halt von der Optik halt auch nicht mehr so. Aber es ist, wie schon gesagt, gar nicht so dumm für die Hersteller, das so zu machen, weil dann passen alle Körperformen da rein. Und dazu trage ich, oh Gott, meine schwarzen Athletics. Ich werde mir wieder schwarze Athletics holen, das wisst ihr aber. Ich habe Auge gemacht auf welche. Die gefallen mir echt gut. Mir gefallen aber eigentlich auch Chucks mit dem Plateau ganz gut. Aber da gibt es gerade gebraucht nicht so tolle. Und dann hole ich mir lieber nachhaltige Schuhe und kaufe sie neu. Nächstes Outfit, und das ist halt jetzt so eine typische Bluse, die trägst du einmal und dann ist sie verschwitzt. Vielleicht noch ein zweites Mal. Und da kann man halt wirklich davon ausgehen, das sind keine so tollen Fasern. Das sind Kleidungsstücke, die im Nachhinein, wenn sie nicht mehr tragbar sind, kaputt und Müll sind. Die kannst du nicht wiederverwenden. Und ich finde da Viola Wohlgemut ganz cool. Die sagt ja immer, die Hersteller sollten gezwungen sein, Kleidungsstücke auf den Markt zu bringen, die man wieder reparieren kann. Wenn so ein Kleidungsstück kaputt ist, dann ist Ende Gelände sozusagen, aber was willst du machen? Ich habe das relativ günstig bekommen. Solche Kleidungsstücke bekommt man auch relativ günstig, aber ich merke es halt immer wieder, dass ich mich in solchen Kleidungsstücken nicht wohlfühle. Die sind nicht atmungsaktiv, du schwitzt unwahrscheinlich schnell darin
Und dummerweise richten die auch relativ schnell, was wieder ein Manko für das Kleidungsstück selber ist, weil immer, wenn du ein Kleidungsstück so oft waschen musst, dann geht das relativ schnell kaputt. Ne, waschen ist ein No-Go für ein Kleidungsstück eigentlich. Aber die Tigerbluse, ich mag sie trotzdem recht gerne, auch wenn ja, sie nicht den Komfort bietet, den ich gerne haben würde. Dazu trage ich wieder meine Cecile Jeans. Habe ich wieder auf Scarlett heißt der Schnitt. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr euch selber für so einen etwas angenehmeren Schnitt interessiert. Und ich, wie gesagt, die anderen Hosen von Cecile gefallen mir nicht so. Ich habe noch mal eine, die ist so ganz komisch. Man merkt ihr die Kunstfaser an sozusagen und das gefällt mir nicht so. Also man hat ja grundsätzlich in Jeans immer Mischfasern drin, aber wenn dieser Anteil zu hoch ist, ich mag es nicht so. Wie schon gesagt, man schwitzt dann auch in den Jeans. Ist nicht so toll. Also, dazu trage ich meine Cecile Jeans und auch wieder meine Nikes, weil mir gefällt der Style ganz gut und ich finde die Schuhe halt auch super bequem. Im nächsten Outfit trage ich meine schwarze Punktebluse. Die habe ich ja auch schon super lange. Ist ursprünglich von Zara, ist voller Löcher. Aber die ist halt echt auch super, weil sie nur so halblang ist. Und alles schön verdeckt, weil sie so ein bisschen Walla Walla ist. Und dazu trage ich halt meistens drunter immer gerne was Engeres. Und das ist meine graue Esprit Jeans, die jetzt den Geist aufgegeben hat. Ich habe sie nicht weggeschmissen, weil ich überlege mir gerade, wie ich die anders einsetzen kann. Also ob ich irgendwas anderes draus machen kann, weil die ist halt zwischen den Beinen im Arsch und so trage ich die nicht mehr gerne, absolut nicht. Aber ich lieb's halt und ich suche wieder so eine. Aber die kriegst du zum Teil für einen Zehner hinterhergeschmissen. Das ist echt gar kein Problem. Und dazu trage ich meine schwarzen Athletics, die ich jetzt weggeschmissen habe. Boah, das tat mir echt leid, wo ich die weggeworfen habe. Aber die waren halt 8 Jahre alt. Ich habe die nonstop 8 Jahre lang getragen und sogar einmal reparieren lassen, bis es halt dann gar nicht mehr ging. Der Schuhmacher hat halt zu mir gesagt, das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Jetzt müsst ihr ihnen 35 € in Rechnung stellen. Und da kaufen sie, glaube ich, lieber ein neues Paar Schuhe. Das war super, super ehrlich von ihm, weil ich habe die Schuhe wirklich so geil eingelaufen gehabt und ich habe die echt geliebt. Aber naja, jetzt gibt es halt neue irgendwann. Mein nächstes Outfit, da ist ein bisschen mehr drin. Das ist mein neues Lieblingsoutfit, lustigerweise. Was heißt lustigerweise? Aber ich ziehe das ganz gerne zusammen an. Das Esprit-Jäckchen. Und ich habe das bei der Henrike gesehen, Bernd Schneiders Frau, dass sie so ein Jäckchen immer mal wieder angehabt hat. Und da habe ich schon zu ihr gemeint, ah, das suche ich mir auf dem Secondhand-Markt. Und bin dann an ein recht günstiges gelangt. Ich glaube, das hat mich 5 € oder so. Also war relativ günstig. Also zugeschlagen, da habe ich gar nicht überlegt, weil das kannst du halt drunter auch wunderbar anziehen oder jetzt so für einen Übergang, wenn es tagsüber ein bisschen wärmer ist. Dann durfte darunter mein gestreiftes Erdbeer-T-Shirt, was eben so ist wie das lilane geschnitten, ist halt jetzt inzwischen auch ein bisschen zu weit geworden. Ich fühle mich nicht mehr so hundertprozentig Komfort in diesem Oberteil. Da weiß ich auch die Marke nicht, bin ich ehrlich. Weil, wie gesagt, ich habe das Secondhand gekauft und manchmal kennt man die Marken halt nicht, wenn man besonders bei Selfie bestellt. Da gibt es halt auch zum Teil irgendwie von anderen Ländern Marken und das ist ganz cool eben. Man hat dann einen individuellen Kleiderschrank sozusagen. Und dazu trage ich meine blaue Stoffhose von H&M. Die habe ich auch bloß für 5 €, 5 oder 8 € hat mir die Stoffhose gekostet. Und ich musste erst mal lernen, dass diese Stoffhosen, also da habe ich XL, ne? Also 44. Die H&M-Stoffhosen, die kannst du echt vergessen. Ich habe mir mal einen ganzen Satz Stoffhosen bestellt. Ich musste die alle wieder zurückschicken, weil keine einzige gepasst hat. Das war dann so im zweiten Satz, habe ich dann die bestellt und die hat Gott sei Dank gepasst. Die liebe ich auch, die passt von der Länge her, da muss sie nichts abschneiden und das ist halt echt das Allerbeste. Das ist halt für jemanden, der so ungern näht wie ich, das ist halt eine tolle Sache. Und dazu trage ich dann auch wieder meine Pumas, so ein bisschen Stilbruch, dass es nicht ganz so fein aussieht.
Nächstes Outfit ist so ähnlich wie das davor. Da habe ich wieder das Esprit-Jäckchen an, für wenig Geld geschossen. Da kannst du halt echt. Lohnt sich wirklich, wenn du Bock auf solche Jäckchen, so Blousons hast, dann guck dich echt mal im Secondhand-Bereich um. Die gibt es so für so wenig Geld hinterhergeschmissen. Aber wir müssen Klartext sprechen, das ist halt auch so eine mega krasse Kunststofffaser. Da schwitzt du halt auch drin, die riecht halt irgendwann auch, die muss ich auch regelmäßig waschen. Und da haben wir halt wieder das Problem, wenn du ein Kleidungsstück regelmäßig so oft waschen musst, das wird dir irgendwann kaputt gehen. Weil Kleidungsstücke lieben es nicht, wenn sie regelmäßig gewaschen werden müssen. Deswegen sagt man ja auch bei Pullis beispielsweise, manchmal auch lüften, ne? Das reicht auch manchmal wirklich aus. Ich versuche das halt auch bei anderen Kleidungsstücken. Aber gerade bei solchen Fasern, solchen Kunststofffasern, ist schon mal schwierig, weil du riechst halt darin und wenn das Kleidungsstück mal wirklich schwitzelig riecht, dann kriegst du es durch Lüften auch nicht mehr raus. Dazu trage ich mein Tok Tok T-Shirt und diese Shirts faszinieren mich einfach immer wieder. Zum einen, weil sie von der Qualität her nicht nachlassen, die habe ich schon so lange. Und zum anderen, weil du die abartig lang tragen kannst und du riechst halt gar nicht darin. Und die kosten nicht die Welt, ne? Also so nachhaltige, einfarbige T-Shirts, da kann ich echt nichts sagen. Und sobald ich mal wieder T-Shirts brauche und Bock habe auf eine spezielle Farbe, werde ich da echt mal wieder zugreifen. Aber ich habe gerade genug T-Shirts. Das ist für mich so ein Bereich, da bin ich echt wunderbar ausgestattet. Dazu trage ich wieder die blaue H&M-Hose in Größe 44. Also XL ist richtig, richtig krass. Aber bei Fast Fashion und Größen, da kannst du, das kannst du eh allgemein vergessen. Im Allgemeinen, da darf man sich nichts denken, weil wenn man sich da im oberen Bereich befindet, dann ist das halt so. Aber da musste ich auch erstmal lernen und da musste ich auch erstmal umgehen lernen damit. Das ist das Allerwichtigste, dass man das halt wirklich nicht für voll nimmt. Und dazu trage ich meine Rika-Stiefelchen. Die dürfen jetzt dann bald auch mal zum Schuhmacher. Bei denen lohnt sich es tatsächlich, weil sie von der Qualität her einfach auch super sind. Es gibt ganz selten nur noch, dass Schuhe von der Qualität her in Ordnung sind, wenn sie halt gar nicht mal so viel gekostet haben. Der Preis bestimmt es tatsächlich bei Schuhen, muss man an der Stelle schon sagen. Ja, also den werde ich definitiv zum Schuhmacher bringen und mir eine neue Sohle drauf machen lassen. So, letztes Outfit und da trage ich meine neue Bluse für 8 Euro geschossen auf dem Flohmarkt. Die, wo das verkauft hat, hat gemeint, die hat sie sich geholt, hat gemerkt, dass sie mit dieser Kunststofffaser auf der Haut, das mag sie gar nicht. Und deswegen möchte sie die Bluse wieder loshaben. Sie hat 15 bezahlt, mir hat sie 8 berechnet und sie hat sich auch wie neu angefühlt. Ne, also da ist noch nicht viel irgendwie durch die Wäsche gegangen, das merkt man einfach auch. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, ich finde die ganz nett. Gerade bei Blusen ist es bei mir so mit der Oberweite, das muss halt immer passen. Und wenn das hinten, du siehst es dann hinten schon immer am Abnäher, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und dann greife ich gerne bei solchen Sachen zu. Aber ich habe auch beim Tragen gemerkt, so, boah, hey, du schwitzt brutal in der Bluse. Die kannst du tatsächlich nur einen Tag anziehen, dann ist die so krass verschwitzt. Aber ich mag sie ganz gerne, muss ich sagen. Sie ist nicht so geil wie die große Punktebluse, die Walla Walla Bluse, aber sie ist schon auch nice. Weil sie fällt halt auch ganz, ganz lottrig, so. Bringt so ein bisschen Leichtigkeit rein. Auch wenn man sie ein bisschen feiner tragen könnte, trage ich sie halt dann doch immer ein bisschen lässiger. Dazu trage ich meine Levi's Jeans. Ich mag die, muss ich wirklich sagen, auch wenn die von mir geflickt wurde jetzt schon das zweite Mal. Also ich habe ja nicht ohne Grund dahin gelangt zu der Hose, weil wenn es hätte sie mir nicht gefallen, hätte ich sie nicht genommen. Und dazu trage ich meine Puma-Schuhe. Die sind ja auch gebraucht gekauft, die habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Und solche Pumas hatte ich ja schon mal in grün. Und ich glaube, ich würde solche Pumas nochmal kaufen. Von denen gibt es auch gebraucht, müsste man bei Momox Fashion gucken. Jede Menge. Also kriegst du auch für 20 Euro hinterhergeschmissen. Wie ist es bei dir? Kaufst du schon Secondhand? Ich mache
regelmäßig Outfits auf Instagram. Irgendwie hat der Algorithmus mich entdeckt und spuckt mich gerade unwahrscheinlich oft aus. Also falls du Bock hast, da mal vorbeizuschauen, mein Profil findest du unten in der Infobox verlinkt. Ich müsste mal gucken, ob es nicht irgendwie so ein QR-Code fürs Bild gibt. Ich glaube, man kann sich so einen QR-Code generieren. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Dann könnte ich das ja mal irgendwie für hier machen. Dann musst du nur noch das Handy hinhalten. Ist ja auch so eine richtig geschickte Sache, weil heutzutage viel YouTube über den Fernseher geguckt wird. Also, kaufst du schon Secondhand? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.